Damen und Herren, heute Abend habe ich die Delikatessen des Lebens so intensiv verkostet, dass ich nunmehr eine Rede halten will. The Witcher 3 war vielleicht der Abschluss von Geralts Geschichte, aber ein paar Takte hat uns der Hexer dann doch noch zu sagen. In der Erweiterung Hearts of Stone ziehen wir in ein neues, weitgehend eigenständiges Abenteuer. Dabei handelt es sich um den ersten kostenpflichtigen Witcher 3 DLC. Schauen wir also mal, ob die Entwickler uns für 10 Euro ein würdiges neues Kapitel auftischen. Und die Geschichte, die du mir offenbar erzählen willst, wovon handelt die? Es handelt von einem üblen Kerl. Vulgär, abscheulich, mit einem Herzen aus Stein. Einem Mann, der seine Schulden nicht zahlt. In Hearts of Stone kriegt es Geralt mit dem Banditenfürsten Olgierd von Everreck zu tun. Was vor allem deswegen ein Problem ist, weil die üblichen Hexermethoden bei dem Kerl nicht so recht ziehen wollen. Gut, Hexer. Hast gewonnen. Und mit seinem Gegenspieler Gaunter Odim stimmt auch irgendwas nicht. Wie könnte er sonst immer wieder aus dem Nichts auftauchen und genau wissen, was wir gerade treiben? Es sind also serientypisch wieder sehr zwiespältige Charaktere, über die ich sofort mehr erfahren wollte, die mich immer wieder überrascht haben und sich nicht so einfach in Gut und Böse sortieren lassen. Kurz gesagt, die erzählerischen Stärken von The Witcher glänzen auch in Hearts of Stone. Gewürzt mit einigen der witzigsten Momente der ganzen Serie. Zum Beispiel, als Geralt auf einer Hochzeit eine Maid zu viel anbaggert und sich prompt mit ihren Brüdern im Schweinestall Zaunlatten um die Ohren haut. Perfekt genug, um dir das Maul zu stopfen. Echte Romantik kommt auch nicht zu kurz, weil der Hexer Shani wieder trifft, seine alte Flamme aus dem ersten Teil. Ein richtig schönes Wiedersehen, zumal die rothaarige Ärztin im zweiten Teil recht unzeremoniell aus der Serie verschwand. Ein wenig schade aber, dass Hearts of Stone fast komplett allein steht. Ein Seitensprung mit Shani hat keine Auswirkungen auf die großen Romanzen mit Triss oder Yennefer. Trotzdem ist die neue Story durchweg klasse geschrieben. Sie ist vielleicht weniger weltbewegend und für Geralt weniger persönlich als die Jagd nach Ciri, aber deswegen nicht weniger spannend. Es ist quasi eine Hexer-Kurzgeschichte, viel straffer erzählt als das ausschweifende Hauptspiel. Und wo der König der wilden Jagd als Schurke oft nicht so recht greifbar war, sitzen mir Olgierd und Odim ständig im Nacken und bleiben dadurch präsent. Aber Moment, Kurzgeschichte? Also ein eher magerer DLC? Ja, höchstens im Vergleich zum riesigen Hauptspiel. Für seine 10 Euro bietet Hearts of Stone gut 10 Stunden Spielzeit. Das ist großzügiger als viele andere Download-Inhalte. 300 zum Dritten, verkauft an den weißhaarigen Herrn, Objekt Nummer 1, die geheimnisvolle Messingfigur. Die neue Geschichte lässt sich ganz einfach starten. Wenn man einen Spielstand lädt, in dem man schon aus Weißgarten raus ist, erscheint die erste Aufgabe im Questlog. Allerdings empfiehlt das Spiel dafür mindestens Stufe 32. Oder man startet im Hauptmenü direkt ein eigenständiges Hearts of Stone Spiel. Dann landet man mit einem Geralt der Stufe 32 direkt in der Nähe der ersten Add-on-Quest. Das ist angenehm komfortabel. Die Story des Hauptspiels gilt dann bereits als abgeschlossen, aber uns steht noch die gesamte Spielwelt mit allen Nebenaufgaben offen. Und diese Welt ist ein ganzes Stückchen gewachsen. Zum Vergleich hier mal die Karte aus dem Hauptspiel. Zu diesem See konnten wir da noch nicht reisen. In Hearts of Stone erstreckt sich darum ein völlig neuer Landstrich. Darin finden wir neben der Hauptstory auch wieder Nebenquests und so manches neue Item. Wobei die frischen Gebiete auf den ersten Blick keine Offenbarung sind. Sie sehen zwar gewohnt hübsch aus, aber solche Bauerndörfer haben wir ja schon einige besucht. Aber es gibt auch echte Sehenswürdigkeiten, wie dieses stimmungsvolle Spukhaus zu bewundern. Und noch ein paar mehr, die ich an dieser Stelle unglaublich gern zeigen würde, aber lieber nicht vorwegnehmen will. Dazu streut Hearts of Stone einige neue Orte in bestehende Gebiete ein. Auf dem Marktplatz von Ochsenfurt kann Geralt jetzt den Brunnen runterklettern und einen Abstecher in die Kanalisation machen, wenn auch nur für eine bestimmte Quest. Frustriert vom Leben oder was? Stichwort Quests, die sind in Hearts of Stone durch die Bank hervorragend und herrlich abwechslungsreich. Gerade spiele ich noch auf einer Party den Alleinunterhalter, kurz darauf organisiere ich klammheimlich einen Raubzug und habe dabei einige Entscheidungsfreiheit, zum Beispiel welche Komplizen ich für den Coup anheuern will. Wie es sich für The Witcher gehört, verlangt Hearts of Stone aber auch tiefere Story-Entscheidungen. Und gibt mir dabei einiges zu grübeln. Die richtige Wahl ist selten offensichtlich, wenn es überhaupt eine gibt.
Schade fand ich allerdings, dass sich nur wenige Entscheidungen aufs Ende auswirken. Die meisten beeinflussen nur die aktuelle Quest, während das Finale vor allem durch zwei Fragen in der letzten Spielstunde entschieden wird. Klar kann ein 10-Stunden-DLC keine so riesigen Entscheidungsteppiche bieten wie das Hauptspiel, aber etwas mehr längerfristige Auswirkungen hätte ich mir doch gewünscht. Spürbar aufwendiger gemacht als im Hauptspiel sind dafür die Bosskämpfe. Endgegner wie diese Riesenkröte springen Geralt im Add-on überraschend oft vor die Klinge und würzen es so mit regelmäßigen Höhepunkten. Vor allem aber hat mich beim ersten Mal überrascht, wie schnell sie mich dann aus den Latschen hauen. Sie bringen ein abwechslungsreicheres und fieseres Arsenal mit als die meisten Monster und sogar Mitglieder der Wilden Jagd im Originalspiel und halten mich damit ordentlich auf Trab. Nur die Balance wird mit Hearts of Stone noch etwas wackeliger, als sie ohnehin schon war. Mit dem vergleichsweise mäßig ausgerüsteten Add-on Starter Geralt hat man es deutlich schwerer, als wenn man einen Spielstand mit einem hochgezüchteten Superhexer lädt. Wer noch einen Stärkeschub braucht, wird beim neuen Runenschmied fündig. Diesen Händler finden wir beim Wegpunkt Neue Mühle. Damit er die Arbeit aufnimmt, müssen wir ihm erstmal Jade besorgen und eine großzügige Geldspende vorschießen. Aber das lohnt sich. Er belegt unsere Schwerter und Brustpanzer nämlich mit extrem mächtigen Verzauberungen. Die schlucken allesamt 3 Runensockel, geben aber mächtige einzigartige Vorteile. Zum Beispiel, dass die Igni-Verbrennung eine Chance hat, auch noch auf umliegende Feinde überzuspringen. Ich hatte mir schon im Hauptspiel mehr Charaktergestaltungsmöglichkeiten gewünscht und da kommt mir der Runenschmied genau recht. Mit ihm kann ich mich noch weiter auf meinen Wunschspielstil spezialisieren und muss harte Entscheidungen treffen, weil ich nur Platz für 3 Verzauberungen habe. Eine rundum sinnvolle Neuerung also. Hearts of Stone ist keine Witcher-Revolution, bohrt das Spiel aber an wichtigen Stellen wie der Charakterentwicklung auf und liefert ein spannendes neues Abenteuer zum mehr als fairen Preis. Die interessanten Charaktere und abwechslungsreichen Quests halten das enorm hohe Niveau des Hauptspiels und sorgen damit für beste Hexerunterhaltung.